oftmals ist es den Eltern gar nicht bewusst, wie viele religiöse Handlungen sie im Alltag mit den Kindern erleben. Und da gibt es zum Beispiel dann eine Gruppe, wo man bei M1 des Glaubens, wo man sich 6-mal trifft und immer wieder zu verschiedenen Themen so ein Modul gestaltet. Neugierig zu erfahren, was dort veranstaltet wird. Wir haben bislang mit den Kindern eigentlich nur den Kindergartenzugang gehabt. So ist mir auf das Religionsthema bezogen, war es interessant zu erfahren, was da mit den Kindern und mit uns gemacht wird. Die Mesnerin hat uns die Kirche gezeigt, das war auch interessant, die Bilder haben wir uns ganz genau angeschaut. Ich glaube, der Pfarrer hat uns geholfen beim Weihwasser abfüllen, da hat jeder eine Flasche Weihwasser mitbekommen. Menschen wertschätzen, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes ist, egal welche Hautfarbe, aus welchem Land er kommt. Wenn wir beim ersten Modul davon ausgehen, dass jedes Kind selbst sehr wichtig ist, dann geht es dahin, dass es auch viele andere Menschen gibt, auch aus anderen Ländern, andere Glaubensrichtungen vielleicht auch ein bisschen kennenlernen. Einmal haben wir einen Ausflug gemacht in den Wald. Ja, was haben wir da gesammelt? Wie ist das? Kastanien. Blumen. Alles, was wir im Wald finden, Schätze des Waldes haben wir gesammelt. Da waren auch die Papas mit, gell? Das war besonders schön, oder? Ja. Was hat denn da der Papa mit euch gebaut? War vieles schön. Wir singen auch immer wieder miteinander. Wir haben wirklich ein Gebet, das wir jetzt wirklich jeden Abend sprechen. Wollt ihr das sagen? Das Kuschelgebet, das wir dort das erste Mal gehört haben? Ha? Wie geht das? Kommt einmal her. Ich kuschle mich ganz fest an dich, dann spürst du mich und ich spür dich. Gerade so nah wie ich bei dir, wie du bei mir, ist der liebe Gott bei dir. Und er weiß genau wie ich, liebt der liebe Gott auch mich, dich. Ja, genau so war das. Genau so war das. Die können es schon besser als ich.